Esuma Navama. Das Element der Erde unterstützt mich. Diese Töne beschreiben das Thema der kommenden Woche und bedeuten: Besinne dich auf deine Kraft und lebe deine Aufgaben. Werde dir bewusst, dass du ein Teil der Schöpfung bist und dass dein Sein hier auf der Erde eine bestimmte Aufgabe trägt. Werde dir deiner Fähigkeiten bewusst und habe den Mut, diese auch zu leben. Es kann sein, dass du noch einen Widerstand spürst. Dies sind die Energien von Estama Hiana und sie bedeuten: Ich wirke mit dem mystischen Heilfeuer. Dies bedeutet, dass du vielleicht noch einen kleinen Widerstand trägst, deine Fähigkeiten wirklich anzunehmen, zu dir selbst zu stehen und deine Fähigkeiten zu leben. Prüfe jetzt für dich selbst, wo du deine Fähigkeiten noch unter den Scheffel stellst und dich vielleicht unnötigerweise klein machst. Sobald du dies erkennst und beginnst, dich so anzunehmen, wie du bist, wird das mystische Heilfeuer deine Fähigkeiten entfachen. Es wird dich unterstützen und du spürst neue Kraft und große Stärke. Du wirst auf dich vertrauen. Denn die Unterstützung des mystischen Heilfeuers bringt dich dazu, mit der Energie der dritten Karte in Berührung zu kommen. Hiyama Hama. Das bedeutet, die Liebe unterstützt mein Sein. Damit ist die Selbstliebe gemeint, deine Liebe zu dir, welche dich stärkt, deine Aufgaben mit deinen Fähigkeiten zu leben. In der Unterstützung des mystischen Heilfeuers, welches dir die Kraft dafür gibt. Wir sprechen nun gemeinsam die Worte der magischen Sprache laut aus, damit sie sich mit ihrer vollen Kraft mit dir verbinden können und dich nächste Woche unterstützen werden. Esuma Navama. Estama Yana. Yama Ha Ma. Esuma Navama. Estama Hiana. Yama Ha Ma. Esuma Navama. Estama Hiana. Hiama Hama. Esuma Navama. Estama Hiana. Hiyama Hama.